Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja, beim letzten Mal haben wir den ersten Arena-Orden bekommen. Gegen Yao, den Arena-Leiter, gekämpft. Und ja, jetzt müssen wir erstmal über Route 5 eigentlich. Und um in die nächste Stadt zu kommen, aber das machen wir noch nicht. Wollen wir mal was gucken. Gucken. Da reinrennen. Das haben wir noch nicht. Ein Wattzapf. Ja, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen was anderes, so wie immer. Und schauen dann mal, was wir dann so großartig noch machen können. Sehr effektiv die Attacken. Nehmen wir einen Rotomorph. Wechseln wir mal einmal kurz. Ich will das Mann nicht besiegen. Ich möchte es fangen. Autsch. Nicht sehr effektiv. Lass ihn mal mit der Klaue ein. Nein, hör auf, mir einen Platz zu machen. Okay, das ist viel zu wenig. Wir könnten auch Turbodreher machen. Dann erhöhen wir wenigstens noch eine Initiative und jetzt geht die nämlich auch runter. Genau. So, Zornklinge. Hör auf, mir so viel Schaden zuzufügen. Okay. Ich würde sagen, wir fangen es mal. Ich muss eben jetzt mal nochmal auf die Knöpfe gucken. Ey, was auf, ist ein Käfer, ne? Dann nehmen wir einen Netzball. Weil der halt effektiver ist. Und? Gefangen. Man kann das mal ganz gut abschätzen, wie das funktioniert. Ja. Okay. Wattzapf. Eben Pokémon-Käfer Elektro. Wattzapf heftet sich an andere Pokémon und saugt ihnen statische Elektrizität ab. Es selbst kann keinen Strom produzieren. Okay. Können wir einfach mal klauen, ne? Ey, da wollte ich nicht rein. Immer dieses Fritzeblitz. Immer wieder, ey. Katapult. Okay. Das war ja was eh ganz schön viel abzieht. Ja, setzt du mal Silberblitz ein. Silberblitz. Silberblitz wäre auch eine gute Attacke. Aber ich meine Silberblick. Manchmal dieses Versprechen. Ey, das geht gar nicht. So, weg mit dir. Ich habe mitbekommen, diese Ausrufezeichen sind halt Pokémon, die du noch nicht begegnet sind. Bist. Und deswegen machen wir das nämlich mal. Sind wir das schon begegnet, Wolli? Und Wolli haben wir das schon. Muss man das verstehen? Naja. Dann machen wir das einmal platt. Vielleicht im Dänengebiet nicht begegnet. Ich weiß das nicht. Zumindest habe ich das so mitbekommen gehabt eigentlich. Aber gut. Ja. Wie gesagt, Wolli haben wir schon. Okay. Aber nicht sehr effektiv. Flammenkörper von Waggon wirkt. Na? Ui, Verbrennung. Zack. Und ich muss aber sagen, der erste Arena-Leiter war echt viel zu einfach. Wirklich viel zu einfach. Naja. Okay. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Oh, da ist dieses Pokomil. Dann würde ich sagen, fangen wir uns das einfach mal an. Dann holen wir uns das mal. Alles ist effektiv, aber ich würde sagen, Katapult macht es nicht platt. Bitte nicht.
Okay. Bitterkuss. Oh, verliebt, ne? Nee, verwirrt. Sorry. Keine Verwechslung. Das ist aber kein Wasser. Ja, Erfolgsquote bei Niedriglevelin. Dann machen wir nämlich das mal. Dann setzen wir den Netzball rein. Und drin. Pokémon wurde gefangen. Hokumi, Sahne-Pokémon. Okay. Typ Fee. Sein Körper besteht aus Sahne. Es entstand aus einer Ansammlung süßer Gerüstpartikel in der Luft. Ja. Diese Texte immer, ne? Sind echt komisch. Da haben wir noch eins. Schön. Ja, Wolli ist wahrscheinlich im Weg gerannt. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe das ganz weit nicht gemacht, aber egal. Egal. Ja. Ein WhatsApp schon wieder. Das haben wir auch schon. Hat gefangen. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Falscher Knopf. Ich wollte die Karte direkt so öffnen, aber ging ja nicht. Nicht die Karte, den Pokédex. Den Pokédex. Evoli wird hier angezeigt. Soll ich hier fangen, okay? Ich würde mal was gucken. Ach guck mal, hier ist noch ein Item, sehe ich gerade. Wo kommt das denn her? Ich dachte, ich hätte eh alles. Na dann. Nein. Schutzband. Schutzband. Ein Item zum Tragen. Reduziert Begegnungen mit wilden Pokémon, wenn der Träger an der Spitze seines Teams entsteht. Voll da reingerannt. Das haben wir doch auch schon. Das haben wir auch schon. Ich will einen Evoli haben. Und Pikachu haben wir, glaube ich, schon, ne? Aber das ist bei uns hinterher gewesen eben. Tschüss, Mauzi. Oder Gala Mauzi. Typ Stahl. Wie wohl die Entwicklung dazu aussieht. Pika Pika. Pikachu? Pikachu? Ich finde es zu geil, dass sie da halt wieder die Stimme mit reingemacht haben. Ja. Ich glaube, Pikachu hatten wir schon. Offenlegung. Oh, war nicht sehr effektiv. Machen wir unsere Initiative mal wieder hoch. Initiative, Statik von Pikachu wirkt. Ja, super. Ich hasse die Statik der Pokémon. Das ist nervig. Das nervt immer so ein kleines bisschen. Und das auch. Katapult. Dann nochmal Offenlegung. Bam. Katapult. Okay. Haben tun wir das eigentlich schon. Aber egal. Fangen wir aber nochmal. Man kann ja nochmal zwischendurch so ein bisschen Wundertausch machen. Und einfach wegschicken. Deswegen ist das nicht so schlimm, wenn man Doppelte fängt. Ja, ja. Kapador erreicht Level 20. Oh yeah. Nanu? Kapador entwickelt sich. Glückwunsch! Dein Kapador hat sich zu einem Gyarados entwickelt. Er lernt es nicht jetzt sogar bis. Nee. Okay. Gyarados, grausam Pokémon.
Wie Wasserflug. Ja, okay. Es ist von Natur aus sehr aggressiv. Der Hyperstrahl, den es aus seinem Maul verschießt, äschert seine Gegner ein. Der Text vor allem äschert seine Gegner ein. Ah, doch, Landis, sag ich doch. Wusste ich das doch. Ach, ab in den PC mit dem Pikachu. Oh, hier ist ein Item. Schon wieder? Das haben wir doch schon. Das haben wir doch schon. Ich müsste mal ein anderes Pokémon an Anfang setzen, das wir ein bisschen trainieren. Aber ich glaube, ich laufe einfach mal gleich weiter. Wir können ja wenn wir das alles fertig haben, Endgame, alle erledigen. Also alles fangen und so. Na guck mal, ich habe noch nicht mal mehr Paralyse weggemacht. Ja. So. Tschüss, Mauzi. Waggon erreicht Level 23. Ach, guck mal. Evoli. Oh Gott, ist das süß. Fuck. Habe ich gestern schon gesagt. Also in der letzten Folge. Wir machen mal eine Nitroladung. In der Hoffnung, das nicht zu besiegen. Ja, denk mal meine Verteidigung. Im Arschwackler. Ich frage mich, wie das mit dem Entwickeln ist. Wo die Steine und so dazu sind. Sonnenstein und so habe ich ja. Donnerstein und Feuerstein, aber ich meine halt die anderen, ob die überhaupt drin sind. Ja. Hey, Batteriestatus lässt nach. Okay. Warum zeigt denn der voll an? Ach nee, also nicht voll, okay. Na gut. Wir machen die Folge noch zu Ende und dann lade ich die mal auf. Hat aber gut lange gehalten. Seitdem ich die habe und aufgezeigt habe, habe ich die jetzt kein einziges Mal eigentlich geladen. Naja, zu Anfang einmal komplett. Aber sonst. So. Evoli. Evolutions-Pokémon. Normal. Es ist imstande, seinen Körper perfekt an die jeweilige Umgebung anzupassen. Aktualisiert. Fantastisch. Du hast alle von dem Pokémon gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Thermopod. Der ist da unten. Okay. Es gibt einige Pokémon, die du noch nicht gefangen hast. Halte dich weiter ran. In mein Team. Ich nehme Evoli mit. Natürlich doch. Ich glaube, ich tue mal Waggon weg. Oder Pflegeleon. Bei den hatte ich jetzt noch nicht mit denen gekämpft. Okay, Beutel. Dann, wo haben wir das denn? Paraheiler. Zack. Tafelwasser sind 30. Hier, kann ich dich da mal komplett mitladen? Kumomilch sind 100, Kaffeewasser 120. Supertrank sind 60. Ja, komm. Einmal Evoli damit aufladen. Ich sammle nur männliche dabei, sehe ich gerade. Ups. Auch gar nicht drauf geachtet. Mir auch relativ. Wollte nicht Bericht machen, aber doch. Trotzdem kann ich mal kurz gucken. Eva! Bis zum nächsten Level noch, bla bla bla. KP. Spezialangriff. Angriff ist von Initiative. Fähigkeitsangst. Die Flucht von wilden Pokémon gelingt immer. Normal. Rundenschlag, Sandwerbe, Rucksack, Kulleraugen. Was für Attacken, ey. Nickt oft ein. Mutig.
Du sollst aber nicht schlafen, Eoli. Nein, nein, nein. Bewegen. So. Machen wir mal die Items. Muss mal ganz kurz was gucken. Negativ, bla bla. Seidenschal von Typ normal. Eben. Bitte schön, Eoli. Dann bist du ein bisschen stärker. Haben wir noch eine Attacke für Eoli? Schutzband. Gegenstoß. Sternschauer. Natürlich. Sternschauer kann ja jeder lernen. Dampfwalze. Zweiter kann es lernen. Sternschauer. Ich muss nochmal kurz gucken, was für Attacken das kann. Kann ich ja so machen dann. Sandwirbel, Rucksackhieb, Kulleraugen, guten Schlag. Verteidigung wird gesenkt. Die Genauigkeit. Erstschlag. Bei dieser Erstschlagattacke erobert der Anwender das Herz des Ziels, indem er es mit Kulleraugen ansieht und senkt dabei dessen Angriffswert. Nochmal Sandwirbel weg. Und lernen mal Sternschauer. Dann hat es wenigstens zwei Attacken zum Angreifen. Okay. Einmal kurz speichern. Da, wir haben den. Orden. Da blinkt irgendwas. Paraheiler. Nein, Pikachu. Geh weg. Oder tauchen die nach einer Weile wieder auf, die Sachen? Ich weiß das nämlich nicht. Nee, glaub nicht. Okay. Das ist aber ein Item. Habt ihr das gerade blinken gesehen? Ich ja. Natürlich renne ich direkt in das Mauzi rein. Ja, sicher doch. Jawoll! Kulleraugen. Mach ich mal. Ui. Angriff wird gesenkt. Kratzer. Gut, so stark bist du nicht. Guten Schlag. Aber nicht effektiv, die Attacken. Aber nicht sehr effektiv. Ja, hol mir nochmal Kratzer rein. Wow, nicht sehr effektiv. Super. Bam, bam, bam. Ja, machen wir mal trotzdem. Und das war ein Volltreffer vor allem. Ja. Gut. Das dauert dann ein bisschen zu lange. Setzen wir mal Gyarados ein. Bedroher von Gyarados. Die Verteidigung. Ne, der Angriff sinkt sogar schon noch dadurch. Ja. Mach du mal. Angriff gesenkt. Machen wir mal Biss. Und tschüss. Ein Volltreffer. Okay. Zack. Da. Bündel Vitalkraut. Wollt ihr? Ja. Hallo. Route 5 ist ziemlich lang, aber es ist ein tolles Gefühl, wenn man es bis an ihre Ende schafft. Hallo. Yaro hat verloren. Jupp, hat Yaro auch. Hallo. Wenn man hübsche Blümchen mit sich trägt, werden oft Pokémon davon angelockt. Okay. Yaro arbeitet nicht nur hart auf den Feldern, er züchtet auch wunderschöne Blumen. Was ist das? Ein Stein ist ein Wort eingemeißelt. Pflanze. Ja auch? Ja. Na, guck mal, das ist noch ein Item. Na, was haben wir da? Kappeleber. Warum nicht? Vieles haben wir echt nicht gebraucht.
Vieles haben wir echt nicht gebraucht. Ist das gewesen? Jaro hat verloren. Hallo. Hast du schon den grandiosen Ausblick von Hügel genossen? Der ist einfach atemberaubend. Aber wenn du ihn schon gesehen hast, genießt du ihn am besten gleich nochmal. Der Name der Geoglyphe wurde wohl nicht überliefert. Vielleicht war es ja verboten, den Namen auszusprechen. Kann sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original heran. Naja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, um mich daran zu erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen. Ja, Jaro hat verloren, ich weiß. In den Steinen ist ein Wort eingemeißelt, Gift. Flug, okay. Flug. Hier waren wir auch noch nicht. Was ist hier? Wasser. Diese rätselhaften Steingebilde. Wurden sie von Menschen geschaffen oder doch eher von Pokémon? Kann ich dir nicht sagen. Ah, hier ist noch ein Item. Aber bevor wir... Oh, ein Blattstein. Bevor wir hier nämlich abhauen. Blattstein. Dieser spezielle Stein löst bei bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Er hat ein Blattmuster. Wie gesagt, bevor wir hier abhauen, würde ich hier nochmal lang quatschen. Gucken, ob wir noch irgendwas vergessen haben an Items. Und ja. Hallo. Wie kann es sein, dass eine von Ewigkeiten angefertigte Geoglyphe heute noch existiert? Ich komme einfach nicht aus den Staunen heraus. Aber wenn ich so viel darüber nachdenke, habe ich wieder schlaflose Nächte vor mir. Meine Theorie ist ja, dass Pokémon dabei geholfen haben, die Geoglyphe zu erschaffen. Ui, hinsetzen. Mehr ist hier nicht, ne? Ne. Ja, deswegen würde ich sagen, würde ich hier erstmal abspeichern. Sind wir noch in Turfield? Sind noch nicht wirklich weitergekommen. Wir gehen nochmal Pokémon Center kurz rein. Da waren wir nämlich noch nicht drin. Ja. Da bist du, da bist du. Ja, gut, wir waren schon drin, aber nicht mit jedem Quatsch, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich muss mal nochmal was anderes gucken. Meine Pokémon müssen ja wieder zurück sein, ne? Danke. Sehr lieb von dir. Pokéjobs. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen neuen Orden. Da du einen neuen Orden hast, gibt es jetzt neue Aufträge für dich. Sieh sie dir mal an. Okay. Wow. Es gibt neue Jobs zu erledigen. Zum Würzen unabdingbar. EP-Ausbeute. Gibt's halt immer EP-Ausbeute. Das ist erledigt. Da sind sie wieder. Hallo, Freunde. Wir waren zu lange unterwegs. Exzellente Arbeit. Deine Pokémon sind von Auftraggeber zurückgekehrt. Diese Pokémon haben besonders gute Arbeit gearbeitet. Alle haben ihren Job toll gemacht und jede Menge Erfahrungspunkte erhalten. Okay. Deine Pokémon waren großartig. Sie haben den Job zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Lusico scheint dir etwas geben zu wollen. Als Dank für die tolle Arbeit erhältst du ein Heilball. Okay. Bis bald. Ja, irgendwas mit Feedback gerade. Ich muss mal noch mal ganz kurz was machen. War das hier? Liga-Karte? Kartencode? Nö. Ich habe mir nicht irgendwie zwei Kartencodes. Empfang. Kartencode eingeben. Bittet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. N. 8. Ups. 8, 3. F. 6, 1.
Empfangen. Okay. Okay, wenn du also aktualisierst, dann ist das wieder weg. Deswegen mal ganz kurz gucken. 5. AM 5 8 B P. Kann sein, dass so ein Spoiler dann dadurch kommt, aber ja gut. Die Karte wird übertragen. Nee, ne, Ligakarte von Zombie. Erhalten am 18.11.2019. Art und Weise Kartencode. Verbindung online. Erster Partner-Pokémon Chimpep. Pokédex 80 Pokémon registriert am 15.11.19. Kyuridex für Rezepte. Rayleigh-Rekord 0 Punkte. Pokémon gefangen 67. Schillernde Pokémon gesehen 0 Arten. Ja. Okay. Nee, nee, gut. Doch, mit denen hatten wir gequatscht, ne? Wir sollten uns endlich mal ein passen. Ja, hatten wir. Okay. Hatten wir gequatscht. Mit dir auch. Wenn man etwas vernachlässigt, dann kommt irgendwann der Moment, an dem man es bereut. So. Da können wir jetzt lang, wo wir letztens nicht lang konnten. Ich sehe da nichts funkeln, okay. Was haben wir hier? Ah, das sind auch verschiedene farbige. Eben 97, Wurmbler. Okay. Wurmbler. Der Anwender dreht Schwung vor seinen Körper und fügt allen Pokémon im Umkreis dabei Schaden zu. Ja, ich weiß. Ich muss hier gleich die Aufnahme beenden, also passt das gerade. Ich schaue noch mal einmal kurz. Wirble. Kann Gyarados ja lernen, okay? Moment, dann machen wir das einfach mal. Einsetzen. Dann lernt Gyarados einfach mal. Besser oder vier Attacken. Passt ja. So. Hier liegt nichts mehr rum, okay. Immer schön gucken, ob irgendwo was rumliegt. Hier funkelt es aber. Ein Ewigstein. Da haben wir schon zwei. Ja, was haben wir hier? In den Stein ist ein Wort eingemeißelt. Feuer. Hier können wir später rüber segeln oder so, ne? Keine Ahnung. Hier können wir jetzt in Route 5. Ich würde aber sagen, bevor wir hier weitermachen, will ich mal ganz kurz was gucken. Ich wollte darauf. Normalerweise, wenn wir jetzt hier hinfliegen, dann können wir die andere Seite auch lang, ne? Würde mich ja mal interessieren. Das gucke ich nochmal ganz kurz. Ja, wir sind hier unten gelandet. Eigentlich hätten wir auch oben hingehen können. Aber was soll's. Das schaue ich nochmal ganz schnell. Und dann beende ich heute eine Aufnahme. So. Nee, nee. Nee. Nee, können wir nicht. Alles klar. Ja. Gut, aber dann würde ich dann hier die Aufnahme beenden. Dann haben wir heute nur ein bisschen geguckt, ein paar Pokémon gefangen. Die letzten Items gesucht, nochmal mit den Leuten gequatscht. Ja. Und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Schwert. Ciao, ciao.